So, da sind wir wieder bei Let's Play God of War. Und wir gehen gleich weiter hier. Spiegelt sich das Wasser. Och, wie schön. So, packen wir den Typen wieder mal und töten ihn. Och, kommt. Ihr seid nicht wirklich schwer, nur ein bisschen nervig, wenn ihr euch denn in eurem Boden? Im Boden einfach versteckt, egal. Ihr seid auf jeden Fall keine große Herausforderung für mich. Zack, 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 schon seid ihr tot. Und da ist ja gleich noch einer. Die lernen es wohl nie, dass sie einfach keine Chance gegen mich haben. Ich bin einfach so stark und ich bin einfach der Tollste und ja, so weiter und so fort und was weiß ich. Und zerstören wir wieder ein paar Vasen und Statuen, obwohl das wirklich sehr wenige rote Orbs bringt, aber immerhin ein paar. Die Truhen hier geben uns schon ein bisschen mehr an Orbs. Aber ja, die meisten Orbs bekommen wir noch immer von unseren Gegnern und am meisten natürlich von Endgegnern. Moment, ach ne, die Truhe habe ich geöffnet, sehr schön. Ich dachte schon, ich hätte was vergessen. Habe ich aber zum Glück nicht. So, fahren wir runter. In die Dunkelheit. Wo sind wir hier? So dunkel ist es gar nicht in der Dunkelheit, wie ich gedacht hätte. Und wo bin ich? Ah, hier bin ich. Gut. Laufen wir hier einfach mal weiter. Orakel! Kratos, Lob sei Athene, du bist da! Nein! Kratos! Kratos, finde mich! Du musst mich finden! Sonst ist Athen verloren! Gut, die Orakel. Das Orakel wurde gekidnappt oder georakelnappt oder wie auch immer man dazu sagt. Auf jeden Fall müssen wir sie jetzt retten und dazu balancieren wir uns erstmal hier rüber. Und nein, nein, ach Mist. Schon mal super angefangen, aber zum Glück ist hier eine Leiter, die wir natürlich immer wieder draufklimmen können. Von dem her ist es keine große Sache, wenn wir da runterfallen. Aber ich will dort, ach, ich will dorthin, dort wo die drei Kisten sind. Seht ihr das? Dort will ich hin. Und Moment, kann ich das zerstören? Nein. Okay, dann müssen wir wohl, komm, ja, sehr schön, er hängt sich dran und jetzt hier rüber hangeln und dann können wir auch schon rüber springen, sehr schön, jetzt sind wir hier hingekommen und können die Kisten öffnen, rote Orbs und ein Gorgonauge, sehr schön, damit haben wir wieder 6 Gorgonaugen, also das geht relativ schnell voran, muss ich sagen. Gut, no, es gibt glaube ich noch 6 Gorgonaugen im Spiel. Und die müssen wir halt auch noch finden. Und noch eine Phönixfeder. Sehr schön, sehr schön. Also die Gorgonaugen bekommen wir viel schneller als die Phönixfedern. Beziehungsweise mehr davon. Aber ist irgendwie auch klar. Nee, ist nicht klar, aber es ist einfach so. Gut, gehen wir hier rauf. Auf jeden Fall fehlen uns nicht mehr so viele Gorgonaugen. Nur noch 6 Stück, glaube ich. Oder vielleicht 12. Vielleicht kann man... unsere maximale HP-Leiste ja noch zweimal vergrößern, upgraden, wie auch immer. Aber ich glaube eigentlich, dass es nur noch einmal geht. Naja, wir werden es ja früh genug sehen. Spätestens, wenn wir dann endlich die silberne Trophäe bekommen. Denn die bekommt man, wenn man halt alle Gorgonenaugen einsammelt und wenn man alle Phönixfedern einsammelt, bekommt man auch eine Trophäe. Und es ist im Übrigen extrem einfach in diesem Spiel die Platin-Trophäe zu bekommen, muss man sagen. Die habe ich auch schon bekommen. Das einzige, was wirklich, wirklich extrem nervt, ist sind die Herausforderungen der Götter, beziehungsweise nicht alle Herausforderungen, sondern nur die allerletzte. Ihr wisst gar nicht, wie lange ich daran gehangen bin und wie sehr ich durchgedreht bin, weil ich es nicht geschafft habe. Also das ist wirklich nicht witzig und die Herausforderung ist wirklich extrem hart. Aber ansonsten ist es wirklich extrem einfach hier in diesem Spiel eine Platin-Trophäe zu erhalten. Nun ja, was will man machen?
Wer sammelt überhaupt Platin-Trophäen? Ich nicht, außer sie sind halt so einfach wie in diesem Spiel, dann sammle ich sie schon gerne ein. Aber ansonsten sammle ich keine Trophäen ein. Ich hätte meinen Mana ein bisschen auffrischen können, obwohl, ja, so viel bringt das auch nicht. Aber naja, immerhin haben wir jetzt wieder volle Magie und volles Leben. Volles Leben haben wir schon vorher gehabt. Naja, egal, egal. Kratos! Kratos! Hilf mir! Gut, jetzt kümmern wir uns erstmal um diese Harpien hier. Sie fangen Flammen und stürzen auf den Boden nieder. Und wenn wir zufällig dann direkt unter ihnen sind, also unter dem Punkt, an dem sie runterfallen, dann tut das ganz schön weh. Das kann ich euch sagen. Deswegen sollten wir es möglichst vermeiden, unter ihnen zu sein. Und wir könnten sie mit Zeus Zorn ein bisschen flambieren, wie auch immer, braten, grillen, bla bla bla. Und ja, das geht relativ schnell voran. Jetzt kommt eine Gorgone. Die töten wir auch ganz schnell und ganz locker, indem wir halt die Viereck-Viereck-Dreieck-Kombo machen, die ich sie liebevoll nenne. Ob sie einen genauen Namen hat, wie zum Beispiel, wie heißen die Attacken schon wieder? Hades Zorn oder so irgendetwas, weiß ich nicht, aber sie hat wahrscheinlich schon einen Namen. Der ist mir aber jetzt momentan egal, Hauptsache ich töte die Gorgonen und die Harpien hier. Ja, was auch nicht wirklich eine große Herausforderung für uns Geist Spartas ist. Gut, mein Junge, gut. Athenes Wahl war weise. Ich hab's gewusst. Wer bist du? Du besitzt die Klingen und bist blass wie der Mond. Du bist es wirklich. Vielleicht kann Athen ja überleben. Aber pass auf. Stirb nicht, bevor ich das Grab fertig habe. Ein Grab? Mitten in der Schlacht? Für wen ist es, alter Mann? Für dich, mein Sohn. Oh, ich muss noch viel graben. Mit der Zeit wird sich alles klären. Und wenn alles verloren scheint, Kratos, bin ich da und helfe. Okay, der Typ ist etwas irre. Ich glaube, vom vielen Graben ist sein Gehirn etwas, naja, verstaubt. Auf jeden Fall, wenn ich Kratos wäre, würde ich den Typen umbringen, weil wie kann er es wagen, für mich ein Grab auszuschaufeln? Wie kann er es nur wagen? Wenn ihr es wissen wollt, wie er es wagen kann, dann schaut weiterhin meine Let's Plays, denn dann werdet ihr es auch erfahren. Ha, 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 ha. Gut, öffnen wir hier die Truhe. Und hier ist noch eine Phönixfeder, juhu. Und öffnen wir die Truhe. Und hier ist ein Gorgonauge. Sehr, sehr, sehr schön. Hat hier sonst noch was? Der Speicherpunkt, ne, den brauchen wir jetzt momentan nicht. Und hier ist soweit auch nichts. Gut. Haben wir hier in diesem Gebiet auch alles geholt. Und holen uns endlich das Orakel aus den Griffen, aus den Klauen der Harpien. Denn die wird uns wahrscheinlich etwas ganz Orakelhaftes sagen. Und jetzt sind erstmal wieder ganz, ganz viele Harpien hier. Aber bevor man anfängt, sie alle zu töten, würde ich auch empfehlen, nehmt einfach mal diese Statue hier und schiebt sie vor die Löcher, aus denen die Harpien kommen, denn dann können die,
keine HP mehr nachspawnen, denn wenn man das nicht tut, dann kommen immer und immer und immer wieder neue HP. Und ich habe das beim ersten Mal sowas von nicht gecheckt, dass ich die Löcher verschließen muss, sondern ich habe einfach immer weiter und weiter die HP getötet. Irgendwann gaben sie mir keine roten Orbs mehr und ich dachte mir, das ist schon irgendwie seltsam, aber dachte mir weiterhin auch nichts dabei, sondern habe einfach fröhlich drauf los die HP weiter getötet. Und dann endlich habe ich es gecheckt, man muss die Löcher verschließen, so wie ich das hier tue und wie ich das mit der Statue bei dem anderen Loch auch tun werde. So. Ach komm. Man kann ruhig ein paar von diesen Harpien töten, damit sie einem nicht so im Weg sind. Aber als allererstes sollte man sich halt um die Löcher kümmern. Man muss die Löcher stopfen, damit die Harpien nicht rauskommen. Und wie oft habe ich das jetzt eigentlich schon gesagt? Genau das gleiche, dass man die Löcher stopfen muss, damit keine Harpien rauskommen, weil man muss die Löcher stopfen. Damit keine Harpien ausstöpfen. Versteht ihr? Ja, ihr versteht mich ganz recht. Moment kurz. Tut mir leid, ich musste ganz kurz etwas machen. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, wir müssen hier das Loch stopfen, wie ich irgendwie schon 533.000 Mal gesagt habe. Und als nächstes können wir noch die Harpien hier töten. Und ihr fragt doch ganz bestimmt, wieso tötet man die Harpien überhaupt, beziehungsweise wieso muss man das Loch stopfen, denn man kann doch einfach ganz gemütlich weitergehen, ohne dass man den Harpien was zu Leibe tut, aber das ist nicht ganz korrekt, würde ich mal sagen. Ihr werdet auch schon sehen, wieso. Und das bald, also jetzt bald dann. Auf jeden Fall kommen jetzt keine Harpien mehr raus, das ist super. Jetzt können wir hier das Tor öffnen. Und hier raufklettern, raufgehen, wie auch immer. Und dem Orakel dann irgendwann mal helfen. Denn ihr seht, hier ist eine Harpie noch irgendwo. Ich sehe sie aber nicht. Okay, da sind sogar noch mehr Harpien. Und wenn dann noch mehr Harpien auftauchen würden, dann könnte man hier gar nicht wirklich so richtig drüber gehen, weil sie einen immer runterschmeißen würden. Ja. Deswegen hat man das Loch bzw. die Löcher stopfen müssen. Und ich schaue jetzt nur kurz, ob hier irgendwo noch eine Truhe ist oder so. Da tun sie nicht eine. Okay, gehen wir runter. Ach, sehr schön. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Gorgonauge, ausgezeichnet. Und dort ist auch noch eine Truhe. Ich sehe sie doch. Gut, die kann ich sogar von hier aus erreichen. Hätte ich gar nicht von dort oben springen müssen, aber naja. So habe ich wenigstens die Truhe entdeckt. Und sonst hätte ich sie gar nicht gesehen. Glaube ich. Wahrscheinlich. Ist ja auch egal. Gut, wieder rüberklettern. Lalalala. Und jetzt nach links. Lalalala. Und jetzt. Lalalala. Gut, Moment, ist hier noch was? Weil immerhin stürzt dieser Balken nicht ab. Also könnte hier vielleicht irgendwas sein. Hä? Ach, wir sind hier wieder zurück. Okay, das ist hier. Sehr schön. Was? Wie bin ich jetzt runtergefallen? Ich habe mich eigentlich noch festgehalten. Na gut. Gehen wir wieder rauf. Dort ist der Speicherpunkt und dann werde ich auch für diesen Part Schluss machen. Ja. Gut, rüberklettern. La 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 la. Und nach links laufen. Wir klettern gar nicht, sondern wir balancieren uns dorthin. Ja, jetzt hat es sich festgehalten, das letzte Mal irgendwie nicht. Keine Ahnung wieso. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Hauptsache wir schaffen es rüber. Und seltsamerweise stürzen natürlich genau die Balken ab, bei denen eine Sattgasse wäre. Ist schon irgendwie sehr seltsam. Sind sie nicht auch? Und genau dann, als wir in die Nähe der Balken kommen, stürzen sich halt auch ab. Ist hier noch rechts irgendwas? Ich schau mal nach. Oder wäre dort auch nur die Möglichkeit gewesen, nach unten zur Kiste zu springen? Hm? Ist hier was? Oder wieso stürzen die Balken nicht ab? Moment. Ich schau mal nach.
Nee, ist überhaupt nichts. Gut. Dann stürzen halt doch nicht alle Balken ab, die in eine Sackgasse führen. Habe ich mich getäuscht. Aber das tue ich ja immer. Gut, jetzt gehen wir den richtigen Weg entlang. La, la. Und beenden auch schon diesen Part. Obwohl, heilen wir uns noch. Ne, wir sind schon geheilt. Also, schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.